Willkommen zurück. Wir kommen jetzt zum vorletzten Höhepunkt dieser gesamten Veranstaltungsreihe, zu unserer digitalen Podiumsdiskussion, die uns nochmal erlaubt, ja aus ganz verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Thema der Rahmenbedingungen und der guten Kooperationen zu schauen. Und zu diesem Podium möchte ich eben ganz herzlich willkommen heißen, unsere Podiumsgäste. Das ist zum einen Lan Böhm. Sie berät Vereine, Verbände und politische Akteure aus dem Gemeinwesen zu den Themen Demokratiebildung, Extremismusprävention und Vernetzung. Seit 2017 leitet die Politologin die Regiestelle des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und zurzeit, und das finde ich ganz spannend, baut sie einen neuen Bereich zur politischen Bildung in ländlichen Räumen auf, auch eben bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Als zweites möchte ich begrüßen Käthe Roos. Sie ist Kommunalpolitikerin im Gemeinderat Märkische Höhe in Brandenburg. Zudem war sie viele Jahre auch im Stadtrat in Speyer in Rheinland-Pfalz aktiv. Und in ihrem beruflichen Leben war sie in der Bildungsarbeit im Gesundheitswesen auf kommunaler, Landes- und auf Bundesebene aktiv. Als drittes möchte ich gerne Katrin Fahrenkrug begrüßen. Sie ist Planerin, eine Stimme, die wir hier in der Veranstaltung noch selten hatten. Also diesen Beruf der Planer, die ja auch immer in Bezug auf Kooperationen oft eine wichtige Rolle spielen. Katrin Fahrenkrug übersetzt Forschungsergebnisse in Kommunalberatung. Das heißt, sie begleitet ganz aktiv und sehr nah kommunale Entwicklungsprozesse vor Ort und verknüpft diese mit Forschungsergebnissen. Und last but not least begrüße ich Fabian Reidinger. Er arbeitet für die Staatssekretärin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Barbara Bosch, die Mitglied im Kabinett von Winfried Kretschmann ist. Er ist stellvertretender Leiter ihrer Stabsstelle und von Haus aus Politikwissenschaftler. Seine Themen dort sind die Online-Beteiligung, die direkte Demokratie, die Durchführung von konkreter Beteiligung, wie ganz aktuell das Bürgerforum Corona der Landesregierung. Ja, vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen. Und bevor ich mit der ersten Runde oder ersten Frage in die Runde einsteige, möchte ich gerne noch dazu einladen, während der Diskussion die Fragen in den Chat zu schreiben, wenn Sie Fragen haben als Teilnehmende. Wir versuchen das am Ende noch zu beantworten und haben dafür Zeit eingeräumt, dann nochmal Ihre Fragen ja, zu Wort kommen zu lassen. Das Erste, worauf ich eingehen möchte, ist dieses Bild der Rahmenbedingungen. Wir haben das ja in der Zeichnung gesehen, ganz am Anfang. Es ist ein schönes Bild. Jeder baut an diesen Rahmenbedingungen, damit man gemeinsam gut kooperieren kann. Nur ist das ja gar nicht so einfach, weil man baut, jede Seite sollte mit daran bauen, also die Kommunalpolitik, auch die Bürgerinnen und die Akteure. Und gleichzeitig nutzt man ja auch diese Rahmenbedingungen. Also das heißt, es ist ein gleichzeitiges Bauen und Nutzen. Und doch möchte ich dieses schöne Bild des Rahmens jetzt hier nochmal benutzen und in die Runde fragen, wer baut eigentlich welchen Teil dieses Rahmens, der Rahmenbedingungen? Also wer ist für was zuständig, wo kann er helfen, dass Kooperationen gut funktionieren können und wie entstehen eigentlich die notwendigen Passungen zu den anderen Rahmenteilen? Ja, ich freue mich auf die verschiedenen Blickwinkel und vielleicht fangen wir an der obersten Stelle oder an der überblickenden Stelle, einer überblickenden Stelle an mit Frau Böhm und ich bin gespannt auf Ihren Beitrag. Ja, herzlichen Dank. In dem Themenfeld speist sich unsere oder meine Expertise ja auch aus dem Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe, wo wir seit 10 Jahren mit Akteurinnen und Akteuren im ländlichen Raum zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich auch schon die wichtigste Brücke zu dem, was können wir als Rahmenbedingungen eigentlich leisten. Wir sind eine Bundesbehörde. Wir sitzen in Berlin, also ganz weit weg von dem ländlichen Raum oder dem Dorf und den Themen und Fragestellungen, die es da eigentlich gibt. Also bin ich weit davon entfernt, zu sagen, wir können uns anmaßen, den ländlichen Raum, die ländlichen Regionen in der Gänze zu verstehen und auch zu bespielen. Dafür reichen unsere zeitlichen und personellen Ressourcen auch gar nicht aus. Das heißt, wir verstehen uns eher als der Akteur, der
ein Wissenstransfer und einen sozusagen Wissensaustausch zu diesen Themen zwischen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren organisieren kann, der vielleicht ein Netzwerk von interessierten politischen BildnerInnen begleiten kann, um besser zu verstehen und auch sichtbar zu machen, welche politischen Bildungsformate funktionieren dann auf dem Dorf, was braucht es dann eigentlich dort, welche sozusagen Unterstützungsleistung braucht es eigentlich und da sozusagen dann auch ein Stück weit die Fahne für hochzuhalten in der Bundespolitik. Und wir können, glaube ich, einen Beitrag dazu leisten, uns anzuschauen, welche bestehenden Netzwerke oder welche bestehenden Strukturen könnten uns helfen, bestehende politische Bildungsangebote noch weiter in die Fläche zu tragen. Also sind das zum Beispiel die Volkshochschulen mit ihrer Struktur oder wir haben jetzt ein neues Projekt angefangen mit den Kulturfördervereinen, die auch oft sehr kleinteilig ländlich vor Ort arbeiten. Also wir suchen uns Kooperationen und Partnerinnen und Partner, die eine gewisse Struktur mitbringen, die das Potenzial hat, den ländlichen Raum zu erreichen und probieren da Sachen aus und versuchen so zu identifizieren, was funktioniert, um das dann wiederum skalierbar zu machen, im Netzwerk sozusagen zu teilen, diesen Wissenstransfer zu ermöglichen, damit sie alle, und hier sind ja heute viel mehr Akteurinnen und Akteure dabei, die wirklich vor Ort arbeiten, von diesem Wissen auch profitieren können. Ja, vielen Dank. Ja, Frau Roos, gerne. Ja, ich möchte den Ball gerne aufnehmen, dass wir gerade die Bundeszentrale für politische Bildung bis in die ländlichen Bereiche auch hineinwirken, merken. Wie können wir es tatsächlich tun, dass ihre Bildungsangebote über die Verwaltungen, die zuständig sind für die ehrenamtlichen Strukturen der Kommunen, dann die Kommunalvertreter auch erreichen, um sie dann wieder weiter zu streuen. Denn vorhin haben wir in der Arbeitsgruppe festgestellt, dass ja häufig die Menschen gar nicht wissen, in welchem Systembereich sie sich bewegen. Und dazu könnte natürlich diese politische Bildungsarbeit wirklich helfen, damit der Ehrenamtler sich richtig einordnen kann und auch auf Augenhöhe mit den Verwaltungen letztendlich arbeiten lernt. Und ich stelle mir gerade eben vor, wie kann ich meine Verwaltung, die jetzt für unsere Kommune zuständig ist, ermuntern zu sagen, jetzt geh mal an die Bundeszentrale und guck mal, was du für deine Gemeindevertreter und Kommunalvertreter tun kannst, um einen Motivationsschub in politischer Arbeit zu bekommen. Darf ich hier noch nachfragen, was sind denn die Rahmenbedingungen, die Kommunalpolitiker schaffen können von sich aus, also um gute kooperative Atmosphäre aufzubauen in einer Region? Ja, die Kommunalpolitiker sind an erster und letzter Stelle, würde ich mal sagen, weil sie, wenn sie ehrenamtlich unterwegs sind, in aller Regel eine hauptberufliche Tätigkeit haben und immer über die wenige Zeit für die eigene Bildung und Weiterbildungsarbeit klagen. Das heißt, hier müssen Wege gefunden werden, um Motivation zu schaffen, das Interesse zu wecken, wirklich zu fragen, in welchem Systembereich bin ich unterwegs und wo kann ich was tun, damit sich Rahmenbedingungen in der Vernetzung, in dem Brückenbauen, wie Sie es vorhin so schön gesagt haben, auch etablieren. Und das ist nicht einfach. Man sagt immer ländlicher Bereich, aber der ländliche Bereich ist wirklich so flächig und kleinteilig, dass man in diese Kleinteile noch schwerer hineinragt, wie über eine Volkshochschule ist es wunderbar möglich, nur da werden Sie keinen Gemeindevertreter hinkriegen dann, sondern wir müssen weiter hinein in die Vernetzung. Und haben Sie da einen konkreten Vorschlag? Nochmal. Ja, einen konkreten Vorschlag, dass eine Gemeindevertretung insgesamt ein Fortbildungstag zu einem bestimmten Thema von der Verwaltung angeboten wird, mit der Bitte, doch daran teilzunehmen. Man kann ja nur bitten, es ist freiwillig, es geht nicht hier um Verpflichten, aber wir müssen das Angebot machen. Und dann kann man hoffen, dass
vielleicht 50% oder 30% das Angebot wahrnehmen. Aber hier kann ich einfach nur sagen, da kann ich jetzt Frau Böhm bitten, vielleicht gibt es Möglichkeiten, die sie mir nennen kann, wo man bis runter nach Brandenburg in die kleinste östliche Gemeinde dann auch mal ein Angebot machen können. Ja, Frau Böhm vielleicht kurz und dann Herr Reidinger. Also erstmal teile ich Frau Roos Einschätzung, dass KommunalpolitikerInnen mehr Möglichkeiten zur Fortbildung und zum Austausch bekommen sollten und dann hoffentlich auch in Anspruch nehmen sollten. Aber das zeigt auch genau die Schwierigkeit. Also wie viele Kommunalparlamente gibt es in Deutschland und nicht alle davon können sich direkt an die Bundeszentrale wenden und ein Angebot direkt maßgeschneidert von uns bekommen. Aber wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, mit dem Deutschen Landkreistag. Und das ist jetzt ein spezielles Angebot, das sich an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ländlichen Regionen richtet. Aber was sozusagen auch das Potenzial hat, dass die sagen können, okay, meine Verwaltung, meine Kommunalpolitiker haben Schulungsbedarf zu diesem und jenem Thema. Das probieren wir gerade modellhaft aus, weil wir unsere Ressourcen erstmal ein Stück weit fokussieren müssen, um zu gucken, was sind die Themen eigentlich, die kommunalpolitisch Verantwortliche interessieren und wie können wir das dann später skalieren. Unser Ziel wäre aber, dass perspektivisch dann zum Beispiel der Brandenburgische Landkreistag oder der Brandenburgische Städte- und Gemeindebund sagt, hey, das sind die Leute, die wir ja hier auch vertreten. Wir übernehmen diese Bildungsbausteine in unseren Angebotskatalog und stellen sicher, dass wir das sozusagen auch kontinuierlich anbieten können, damit sozusagen das auch in der Struktur vorgehalten wird, die eigentlich wirklich dafür zuständig ist. Danke. Herr Reidinger. Ja, also aus Sicht des Landes ist es natürlich ähnlich wie aus Sicht der Bundeszentrale für politische Bildung, auch wenn wir vielleicht näher an den Kommunen dran sind, räumlich, für die wir zuständig sind, als man das in Berlin ist. Aber auch hier ist der Eindruck natürlich schon so, man kann jetzt nicht überall hingehen und jetzt jede einzelne Kommune da fördern. Und deshalb bleibt einem da eigentlich der Rahmen. Und der ist natürlich gesetzlich. Es gibt einen gesetzlichen Rahmen. Es gibt aber natürlich auch bestimmte Förderinstrumente. Und beim gesetzlichen Rahmen, wenn wir jetzt bei den Ehrenamtlichen sind, die für ein Wahlamt kandidieren sollen, da hatten wir beispielsweise dann Änderungen, wo wir gesagt haben, allein schon die Unterlagen für eine Gemeinderatssitzung, die manchmal halt auch so groß hoch sein kann, die darf halt nicht erst 2-3 Tage vor der Gemeinderatssitzung dabei sein, sondern die muss eigentlich viel früher da sein, damit eine Woche früher sozusagen, damit man auch am Wochenende vielleicht die Zeit hat, wenn man berufstätig ist, das auch dann durchzugucken, ja, und aufzumachen. Und nicht, dass es dann Situationen gibt, wo ein Gemeinderat in die Sitzung kommt und dann macht er das Paket erst auf, ja, das er 2 Tage vorher bekommen hat, und dann zu gucken, was auf der Tagesordnung steht. Wenn wir jetzt von den Ehrenamtlichen, also den Gemeinderäten mal weggehen, dann bleiben natürlich die Ehrenamtlichen, die sonst in der Gemeinde natürlich auch aktiv sind. Und da kann man natürlich auch bestimmte Rahmen setzen. In Baden-Württemberg gibt es das Landesnetzwerk für ehrenamtliches Engagement, das eben das auch gezielt gefördert wird. Baden-Württemberg ist da sehr gut aufgestellt. Fast die Hälfte der Menschen in Baden-Württemberg sind ehrenamtlich aktiv. Und die Kolleginnen und Kollegen im Sozialministerium sind da auch sehr stolz drauf, dass sie darauf aufbauen können. Und die tun auch sehr viel, dass das auch weiterhin so bleibt und gefördert wird. Wir hatten dann eher so die Sicht aus der Beteiligungsperspektive raus und haben dann mit der Allianz für Beteiligung, einem Verein, den die Staatsrätin Frau Erler mitgegründet hat, mit ein paar Stiftungen, eben ein Instrument geschaffen, in dem wir Vernetzung vorantreiben, in dem auch bestimmte Förderprojekte sich auch wiederfinden, die wir nicht jetzt selber vergeben, sondern das macht dann die Allianz für uns. Und wo kleine Beträge für alle möglichen Projekte, für Beratung dann zur Verfügung stehen. Das wird gekoppelt mit Quartiersentwicklung, wo man dann sagt, okay, eine Kommune kann ein Quartier entwickeln, kriegt da eine Förderung, und die anderen Projektfördertöpfe, die ganz anderen Fördertöpfe lassen sich damit kombinieren.
Und somit kommen wir in eine Situation, wo es dann aber eine Haltungsfrage ist, wie viel Beteiligung lässt man zu, wie viel Ehrenamt lässt man zu, ist es nur das, was genehm ist, was schön ist, irgendwie der tolle Fußballverein oder der Schachverein oder so, den man dann in Sonntagsreden würdigen kann für sein Engagement, oder sind es eben auch die Struppigen, sind es die, die auch ein bisschen unbequem sind, die vielleicht auch ein bisschen politischer sind. Und ich glaube, es ist stark von den Akteuren vor Ort abhängig, ob dann solche Angebote, die das Land machen kann, auch genutzt werden, ob die verbreitet werden und ob dann ein Bürgermeister auch bereit ist, die etwas struppige Initiative zu unterstützen und zu sagen, ja, die wollen hier jemanden haben, der sie berät. Wir haben da so einen Beratungsgutschein sozusagen. Ich sage ja, die gibt es, die kann man fördern, auch wenn das vielleicht jetzt für mich jetzt politisch unangenehm sein könnte, ja, wenn genau die jetzt sich mehr vernetzen und mehr wissen. Und das ist halt eben eine Haltungsfrage. Ja, danke. Katrin, ja, siehst du das? Ich wollte gern einmal noch auf diese Frage der Qualifizierungsangebote angehen, die auch eben Kate Roos angesprochen hatte, wo auch nach meiner Erfahrung ist wirklich zentral wichtig ist, dass die runtergebrochen werden auf die regionale und dann auch weitergehend auf die kommunale Ebene. Ich weiß, das ist mit Ressourcen und Kosten verbunden, aber anders können wir gerade ehrenamtliche Kommunalpolitiker definitiv nicht erreichen, weil sie die Zeit dafür nicht aufbringen wollen oder können. Und wenn sie dann auf einer Veranstaltung sind und das holt sie nicht bei ihren spezifischen Themen ab, dann kommen sie auch kein zweites Mal zu einer Qualifizierungsmaßnahme. Und das ist zentral wichtig. Das ist vor allen Dingen auch wichtig, wenn ich, was eben angesprochen ist, struppige Themen dann auch in das bürgerschaftliche Engagement mit aufnehme. Dann muss ich auch Qualifizierungsangebote anbieten, auch für die Kommunalpolitik, dass sie solchen struppigen Prozessen auch als gleichwertiger Partner auch gewachsen ist. Das ist auch ein Aspekt, der nicht vernachlässigt werden darf. Das gilt für Kommunalpolitik und auch für Kommunalverwaltung. Und das Nächste, was mir noch sehr wichtig ist, jetzt auch, weil du hattest mich als Planerin angesprochen, also auch Kommunalberatung, dass von Anfang an in Beteiligungsprozessen die Rollenklärung stattfindet und klar gemacht wird, wo sind eigentlich wirklich die Gestaltungsspielräume. Man kommt als Kommunalberater, wenn man Entwicklungsprozesse, Zukunftskonzepte, Visionen oft für Regionen oder Kommunen entwickelt, ja, damit an. Man macht erstmal schnell so eine Zukunftswerkstatt, dann entwickelt man ein paar Ideen, dann entsteht eine Arbeitsgruppe und dann sind da ein paar total Engagierte und kämpfen sich ab, bis sie Projekte identifizieren. Und dann sind sie danach gefrustet, weil es ist versäumt worden unter Umständen, das ist eine Frage der Haltung, auch der Rollenklärung am Anfang, gefrustet, weil es dann übergeben werden muss in die Kommunalpolitik und damit in die repräsentative Demokratie, wenn da vorher nicht klar gemacht worden ist, wo die Grenzen sind und auch ein Zusammenwirken von Anfang an auch mitgedacht worden ist, führt es zu Frustration, die vermieden werden können, wenn von Anfang an also Prozesse letztlich auch auf Augenhöhe transparent und auch vertrauensbildend ins Leben gerufen werden. Das waren nochmal so Aspekte, die mir wichtig sind. Und als Planerin, welche Rolle siehst du da? Siehst du da die klärende Rolle oder was das kommt, würdest also du da genau sagen? Planerin ist ja so ein weiter Begriff, wenn ich jetzt kommt drauf an was. Also wenn ich im Bereich Daseinsvorsorge für ein bestimmtes Handlungsfeld arbeite, ist Gesundheitsvorsorge, ist das was anderes, als wenn ich beispielsweise umfassend in einem beauftragt bin, ein regionales Entwicklungskonzept zu erarbeiten, wo ganz viele verschiedene Bausteine drin sind, wo ich erstmal wirklich auch die Akteure brauche, um gemeinsam Visionen zu entwickeln. Aber wenn es dann um die Umsetzung, um die weitere, um auch um die Verstetigung geht, dann ist es die Aufgabe der Planer, des Planungs- und Gutachterbüros oder des Teams, gemeinsam auch mit
mit der Verwaltung und auch in Abstimmung mit der Kommunalpolitik, weil man darf nicht vergessen, das sind die Auftraggeber, sie dafür zu sensibilisieren, wie wichtig das bürgerschaftliche Engagement ist. Meistens ist das dann ja auch eigentlich auch bekannt. Aber wie wichtig es dann auch ist, die entsprechenden Strukturen zu schaffen und dieses Engagement auch wertzuschätzen und anzuerkennen und auch vernünftig oder qualifiziert einzubinden. Eine Frage, die in unserer Arbeitsgruppe am Rande mit ansprach, stand, war ja auch die Frage von Einbindung von jungen Menschen oder Jugendlichen. Da ist es ja auch vor allen Dingen sehr wichtig, dass von Anfang an auch überlegt wird, bevor wirklich diese Einbindung stattfindet, wo sind auch Erfolgserlebnisse, die wir diesen jungen Menschen geben können. Die denken nicht in Legislaturperioden, die brauchen kurzfristig auch Erfolgserlebnisse, dafür müssen Ressourcen bereitgestellt werden. Und das muss in solchen, das muss in Strukturen, die Ehrenamt stärken und fördern wollen, von Anfang an mitgedacht werden. Ja, vielleicht noch ein kurzer Beitrag von Frau Roos und dann würde ich die zweite Frage in die Runde werfen. Ja, ich wollte das gerne nochmal richtig fest unterstreichen, was wir hier die Planung wirklich auch dann vor Ort nochmal anschauen müssen und wollen. Denn wir finden dann auch letztendlich Motivierte, die eine Detailplanung mitmachen. Aber auch hier müssen Mittel zur Verfügung stehen für die letztendlich kleine Detailplanung. Auch diese Mittel, ich habe das selbst erlebt, waren nicht da, als wir ein Projekt prüfen wollten, wo wir uns gemeinsam hinsetzen wollten. Da hatten wir eine Beratung, die kostet natürlich was und dazu war kein Geld da. Und wenn wir Beratung und Planung haben wollen in den Kleinstrukturen, dann brauchen wir dort Finanzmittel. Eine Frage, die immer wieder in den Veranstaltungen auftauchte, war, wie geht man denn jetzt ganz konkret neue Kooperationen an, in denen man noch gar nicht war und in denen man sich auch noch nicht zu Hause fühlt? Also was sind gute erste Schritte in neue Kooperationen hinein? Und vielleicht kann man Kooperationen hier so ein bisschen unterscheiden in einmal horizontale Kooperationen, die sozusagen auf der gleichen Wirkungsebene geknüpft werden und dann in vertikale Kooperationen, die ja in andere Wirkungsebenen hineingehen. Also wie ist da, wie macht das? Ich fange mal ganz praktisch bei der Planung an. Da ist es nämlich ja immer ganz, ganz wichtig, die auch aufzubauen und zu initiieren. Katrin, wie gehst du daran? Ganz praktisch, auch als für die, die hier zuhören. Wie man ganz konkret Kooperationen initiiert. Du brauchst am Anfang eine gemeinsame Vision oder ein Ziel, wo man hin will. Und dann kommt es sehr stark darauf an, in welchem, weil es ja so ein breites Feld ist, in welchem Bereich das wirklich ist. Ich würde immer schauen, an welche Strukturen kann ich auch andocken. Also das erstmal so erste Engagierte zu finden, die auf einer strategischen Ebene gerne mitdiskutieren, das gelingt ja meistens. Aber es geht ja dann auch darum, eine Kontinuität reinzubringen und das anzudocken. Dafür muss ich sauber und mir die Zeit nehmen, zu gucken, wie ist ein Akteursnetzwerk in einer Region oder in einer Kommune und an welche Strukturen kann ich anknüpfen. Und dann kommt letztlich eigentlich der Punkt, dass wir immer sehr dafür werben, dass die Engagierten oder ehrenamtlich Tätigen mit denjenigen, die in den Strukturen auch schon wirken, relativ frühzeitig schon mal an einen Tisch kommen. Die müssen nachher nicht die ganze Zeit zusammenarbeiten, weil dann habe ich immer diese Argumentation, das geht nicht, also das bremst den kreativen Prozess unter Umständen, aber dass man von Anfang an voneinander weiß und dass man so lange, die Planer sind nachher ja wieder weg. Die haben ja nur ein kurzes Zwischenspiel, dass sie aber in der Zeit, wo sie dieses Zwischenspiel haben, ihre Rolle auch so verstehen, dass sie diese zentralen Akteure immer wieder zusammenbringen und dazu beitragen, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Frau Roos, Sie bleiben da, wenn die Planer weg sind. Oder was tun Sie? So ist es. Die da bleiben, müssen wirklich dann durch die Planung, durch die externe Beratung so motiviert und auch das Vertrauen zueinander gewonnen haben und in das Ziel hinein, dass sie dann wirklich weiterarbeiten.
Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen in unserer Gemeinde. Wir haben hier ein großes Zentrum über das Ehrenamt aufgebaut und haben gerade diese Strukturen uns dann geholt, indem wir eine professionelle Projektprüfung uns genehmigen konnten und die auch gefördert wurde. Und trotzdem müssen sie die Akteure immer wieder über externe Planung, Beratung zueinander bringen, weil im inneren Bereich kriselt es immer wieder, dass dann die Bedenkenträger auf einmal die Oberhand gewinnen. Und damit muss man wieder sagen, komm, dann holen wir uns noch jemand und gehen nochmal in eine Krisenkonferenz, um am Ziel zu bleiben. Ja, wie geht das von Bundes- und von Landesebene aus? Also wenn Sie auch ja da in von Bundes- neue und Kooperation ausgeschüttet. Ebene aus haben wir weniger die positive Erfahrung wie jetzt von der Kreisebene aus, wo wir dann doch über das Regionalmanagement uns immer wieder diese Bildungs- und Beratungsstrukturen holen konnten. Und wir wünschen uns, denke ich, aus unserer Ebene heraus wirklich viel mehr Landesbeteiligung oder Gehör bei den Landesministerien für diese Struktur- und Kleinstarbeit in den ländlichen Kommunen. Beim Bund kommt man hin und wieder sogar an, weil man dann in eine große Zeitung kommen kann. Das läuft dann schon mal. Es ist auf jeden Fall eine Haltungsfrage insofern, dass wenn eine Kommune oder eine Verwaltung insgesamt, ob jetzt die Kommune ist oder beim Land oder eine Landesverwaltung ist, dass man natürlich erstmal die Haltung haben muss oder quasi das politische Go auch, dass man sowas machen darf. Dass man einfach auch rausgehen darf. Also dass ich auch jemand mal anrufen darf. Es ist bei uns, die Frau Erler kennt es, bei uns ist es immer dann so, wir sagen dann den Kollegen, wenn es um irgendwie Bürgerbriefe geht, sagen wir, ja, ruf die doch an. Ruf den doch mal an, was der, das ist ja nicht ganz klar, was der da will. Ruf den doch an und sprich mit ihm, ja. Dann musst du vielleicht auch keinen Brief schreiben. Und wenn so eine Haltung, sozusagen die Bereitschaft da ist, von oben muss das allerdings kommen, dass die Verwaltung auch so offen nach außen gehen darf, dann kommt der nächste Schritt, die Ansprache. Also es kommt dann immer darauf an, wen man ansprechen will. Also sind es jetzt verfasste Akteure, sage ich jetzt mal, Vereine, Initiativen, ja, dann muss es, wenn es dann um ein konkretes Projekt geht und man will da in eine Kooperation einsteigen, dann muss man erstmal mit denen sprechen. Das sind meistens vielleicht sehr aufwendig, man muss bilateral vielleicht viel klären, also so würden wir auch quasi eine Bürgerbeteiligungsgeschichte aufsetzen, dass man die anspricht. Und wenn man den Bürger oder die Bürgerin ansprechen will, dann machen wir das entweder über Zufall oder aufsuchend. Also da entweder per Zufall auswählen und ansprechen oder dorthin gehen, wo die entsprechenden Personen sitzen, wo sie sind. Wenn ich alleinerziehende Mütter ansprechen will, dann gehe ich vielleicht zum Mehrgenerationenhaus oder in das Kinder- und Jugendzentrum oder sowas, dass ich da dann die Leute per se anspreche. Und ich glaube, man muss es eben von oben auch befürworten, dass sowas geht und dass man sowas machen kann. Ja, danke. Direkt miteinander reden. Frau Böhm. Ja, schon viel, viel Wichtiges gesagt worden. Eine Ergänzung habe ich noch, die gemeinsamen Ziele, die auch schon angesprochen wurden. Wie wichtig ist es, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision zu haben? Und wir beobachten in der Praxis oft, dass Akteure zu Beginn noch an der Aktivität an sich stecken bleiben. Also sie wollen eine bestimmte Projektmaßnahme umsetzen. Also ich sage jetzt mal, sie wollen unbedingt dieses Sommerfest durchführen. So. Und dann empfehlen wir den Leuten immer, okay, was steckt denn dahinter? Warum macht ihr das? Was ist eigentlich euer Ziel? Und sich das sozusagen zu vergegenwärtigen, um dann auch offener im Kopf zu sein und zu gucken, welcher Kooperationspartner in meiner Region würde dieses Ziel denn teilen? Oder wie kann ich sozusagen diesen Kooperationspartner überzeugen, dass er doch ähnliche Ziele hat, aus der Logik sozusagen seines Agierens? Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit unserem Bundesprogramm zusammenhaltlich teilhabe, da geht es ganz
klassisch dann eigentlich am Schluss darum, demokratiefeindliche, rassistische Haltungen zu verhindern. So kann ich jetzt nicht zu einer Feuerwehr kommen und sagen, ich mache mit euch jetzt, möchte mit euch ein Projekt gegen Rechtsextremismus machen. Das ist erstmal für die nicht spannend und relevant und nicht oben auf ihrer Tagesordnung. Die haben genug eigene Probleme oder Themen. Aber wenn ich dann sagen kann, okay, unser Ziel und unsere Vision ist es, dass auch ihr als Feuerwehr ein gutes kameradschaftliches Miteinander habt, dass ihr die Möglichkeiten habt, eure Werte zu leben, dass ihr keine Nachwuchsprobleme mehr habt, weil sich der Topf derjenigen, die sich für so ein Feuerwehramt interessieren könnten, zum Beispiel durch Zuwanderung, ja auch vergrößern könnten. Ihr müsst aber die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Dann haben wir sozusagen gemeinsamen Boden, dann haben wir eine gemeinsame Interessenslage und dann kann eine Kooperation entstehen. Aber man muss sich, glaube ich, über die Ziele und die gemeinsamen Werte annähern an das, was gemeinsam ist. Ein bisschen wie so ein Sondierungsgespräch halt. Ja, zum Abschluss, Frau Roos, Sie melden sich, sehe ich gerade. Ja, ich würde ganz gerne noch mal was sagen. Und zwar, die Vorteile liegen auch in bestimmten Gremien. Und die Gremienarbeit, wo bestimmte Themen eingebracht werden können auf Kreis- oder Landesebene, die hat die kleine Kommune eben weniger. Und hier ist für mich die Frage, wie kann diese Strukturlücke geschlossen werden? Ja, dass man in Kleinststrukturen nicht diese Gremienarbeit, Jugendarbeit oder sonstige Feuerwehr oder diese Dinge hat, sondern die beginnt erst in der Kreisebene. Und dieser Sprung zur Kreisebene der Gremienarbeit ist aber für die kleine Kommune nochmal sehr groß. Und das will ich einfach mal zum Bedenken mitgeben, wie wir diese Lücke besser schließen können. Mhm. Ja, danke schön. Zum Abschluss möchte ich gerne Sie als Podiumsteilnehmende noch mal fragen, wo Ihr zurzeit Ihr persönlicher Wirkungspunkt ist in Bezug auf dieses Thema der Kooperation. Also woran arbeiten Sie gerade persönlich, um dieses Thema weiter zu stärken? Ich kann natürlich nur aus unserer Perspektive, was die Bürgerbeteiligung angeht, dazu was sagen, weil ich jetzt sozusagen mit dem zivilgesellschaftlichen Part habe ich jetzt sozusagen weniger zu tun eigentlich, das ist eher die Frau Schäfer, die heute nicht da sein kann. Aber bei der Bürgerbeteiligung ist es natürlich so, da gibt es viele Überschneidungspunkte natürlich, weil es um kommunale Themen dann geht, wo viele engagiert sind. Und da bauen wir eben gerade eine sogenannte Servicestelle Bürgerbeteiligung auf, wo wir dann wo wir Beratung anbieten an die Kommunen, wenn es um Beteiligungsprozesse geht. Also wie kann ich innerstädtische Entwicklung machen? Wie kann ich hier dieses Bauprojekt, wie kann ich da Bürgerbeteiligung als Bürgermeister, als Gemeinderätin oder so, wie kann das funktionieren? Was gibt es da für Instrumente, dass wir da eine Beratung aufbauen? Und auch den Kommunen in der Vergabe was abnehmen. Das würde jetzt zu weit führen. Aber das, was man sich davon versprechen kann, ist, dass durch die Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner in solche Planungsprozesse da auch eine Rekrutierung stattfindet hin zu Engagierten. Also wenn es um die innerstädtische oder um den Ortskern geht, ja, die Frage ist, was kann da gemacht werden, was kann da passieren? Ja, wenn jemand mit einer Dorfladenidee kommt, ist der vielleicht auch dann bereit, wenn man da was macht, da auch aktiv zu sein? Also da muss man, glaube ich, immer das Potenzial von solchen Bürgerbeteiligungsprozessen, abgesehen von Konfliktbearbeitung und irgendwie tollen Ideen, muss man da auch, glaube ich, erweitern um den Punkt, das rekrutiert nachher auch für das Projekt. Die Leute brennen dann auch für das Projekt. Da war vorhin die Frage, die Menschen müssen für Kooperationsziele brennen. Ja, das schafft man über Beteiligung. Hm. Ja, danke. Katrin, was beschäftigt dich? Was beschäftigt mich oder wofür brenne ich? Ein Aspekt, der wenig angesprochen ist bis jetzt, doch ganz am Anfang beim Intro vorhin in dem Workshop. Die Frage, ob man Ehrenamt und Engagement gemeindeübergreifend gestalten kann, um dadurch Angebote zu sichern, zu verbessern, zu verstetigen, und auch, und das ist das Spannende daran, auch zu lieben. Also
dafür zu brennen. Ein Thema ist beispielsweise Fusion von Feuerwehren, die Frage der Fusion, Zusammenlegung von Vereinen, eine Aufgabe von Sportplätzen und eine Neugestaltung an anderer Stelle, gemeinsame Dorffeste, das lässt sich unbegrenzt fortsetzen. Das ist sehr wichtig nach meiner Einschätzung von außen, um wirklich langfristig tragfähige Angebote in die ländlichen Räume zu bekommen, die dann auch qualitätvoll sind und die nicht so langsam ausdünnen und unter Finanzknappheit leiden und Nachwuchsproblemen. Das ist aber die große Herausforderung, deutlich zu machen, dass das für diejenigen, wo dann nachher nicht der Standort ist, nicht nur mit Verlusten verbunden ist, sondern dass es auch für sie eine Chance ist. Also dass man auch vielleicht im Übergang kleinteilige Angebote in den Gemeinden schafft, also abwechselnd Dorffeste, die Umnutzung des Feuerwehrgerätehauses ist unbegrenzt, der Sportplatz stattdessen als Skateboardbahn, dafür werden meist die Jugendlichen fehlen, aber egal, also dass man irgendwie Angebote schafft, wo was anderes weggeht, aber dass man vor allen Dingen lernt, die Region, also eine kleine, nicht, ich denke jetzt nicht in großen Regionen, mit die Region mit den kleinen Nachbargemeinden im ländlichen Raum als Einheit zu sehen und durch Mobilitätsangebote beispielsweise dann auch stärker zu vernetzen. Das ist ein sehr schwieriges Thema für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, weil ich im ersten Moment, wenn ich mit so etwas auch als Externe komme, weil ich sage, ihr habt überhaupt keine Nachwuchskräfte mehr für eure Feuerwehr und das neue Auto könnt ihr euch sowieso nicht leisten. Ich nehme ihnen erstmal was weg. Und zwar ganz was Existenzielles, historisch Gewachsenes. Und das ist eine sehr, finde ich, nicht nur für Feuerwehr, aber für viele, viele Aufgaben, eine sehr wichtige Aufgabe, die gestaltet werden muss. Wie ist da die Sicht aus der Märkischen Höhe, Frau Roos? Ich habe eben gerade Frau Fahrenberg eine Mail schreiben wollen, dass sie mir ihre Kontaktdaten gibt, damit wir uns mal genau über diese ganz vielen kleinen Projekte, die sind nicht klein, die sind riesig groß, unterhalten, beraten, wie packen wir es an. Wir sind eine Verbandsgemeinde und wir haben drei Dörfer. Diese drei Dörfer sollen aber gemeinsam an ihren Zielen arbeiten und nicht wie, nein, das sind wir und das seid ihr. Diese Prozesse in Gang zu setzen, dass wir alle diese Gesamtregion sehen müssen, unsere gemeinsame Struktur aufbauen müssen, da krankt es an vielen, vielen Stellen. Und das ist eigentlich der ländliche Raum. Wissen Sie, wenn man in irgendein Generationenhaus schon gehen kann und sich da vor Ort umschauen, ja, das ist das eine. Das gibt es in unseren Mittelstädten, in unseren Städten. Aber ich habe einen Antrag gestellt an das DHW, dass wir eine Regionalmanagerin brauchen hier in unserem Zentrum, die nicht in einem Zentrum, in einem Ort, sondern in 17 Dörfern tätig sein muss. Ja? Und dieses Regionalmanagement im Sinne der Strukturen gibt es noch nicht. Ja? Sowas kann noch nicht bezuschusst werden. Also danke. Ja. Das sind so Prozesse, die wir in Gang setzen müssen, kleinste. Danke, Frau Fahrenkrug. Ich glaube, wir müssen in Verbindung bleiben. Na, wunderbar, dann hat diese Veranstaltung auf jeden sehr Fall gerne was bewirkt. Dann gebe ich mal die noch an die Hohe Bundeszentrale für politische Bildung weiter von der Feuerwehr vor Ort. Danke. Ja, wir sind natürlich noch ein bisschen in der konzeptionellen Orientierungsphase, also ein bisschen auch im Mapping, welche Strukturen auf welcher Ebene sind an dem Thema schon dran. Denn wir wollen ja nichts dazu erfinden, sondern wir suchen jetzt eher nach der Möglichkeit, bestehende Angebote sinnvoll zusammenzubringen und sozusagen Angebote sichtbarer zu machen. Und wie ich vorhin sagte, bestehendes Wissen weiterzureichen an Strukturen oder an Akteure in diesem Netzwerk, die bisher noch keinen Zugriff darauf hatten. Also ein Stück weit einen Resonanzraum zu schaffen für Menschen, die politische Bildung in ländlichen Regionen betreiben.
trifft oder die in diesem Feld arbeiten oder arbeiten möchten und denen sozusagen Know-how-Unterstützung zu geben. Wir denken da zum Beispiel an digitale Fachaustausche, aber auch eine Art von Vernetzungskonferenz oder Transferkonferenz. In welchem Umfang wir das machen, das planen wir gerade noch, aber das sind die Dinge, die uns das nächste Jahr auf jeden Fall beschäftigen. Ja, da sind wir gespannt, was kommen wird. Wann wird das denn kommen? Also wann gibt es Klarheit vielleicht noch als Info für alle Teilnehmenden? Ja, zunächst mal müssen wir ein bisschen unsere Haushaltszusagen abwarten. Also im Moment haben wir noch kein großes Budget, über das wir im kommenden Jahr verfügen können. Aber wir wollen eigentlich noch dieses Jahr im November etwas Digitales anbieten und dann im Frühjahr einen Austausch von PraktikerInnen in Präsenz, um auch tatsächlich so ein bisschen dieses Grundrauschen entwickeln zu können, wo sind wir eigentlich dran. Und ja, leider haben wir, also dann müssten Sie gerne immer mal wieder auf die Webseite von der Bundeszentrale und der Veranstaltungen schauen, ob da ein Termin für Sie dabei ist, der relevant ist. Das ist unsere zentrale Plattform. Oder sich gerne bei den Newslettern anmelden, die die BGB auch in vielfacher Form hat für Veranstaltungen etc. Ja, danke schön für die Information und für die angeregte Diskussion. Im Chat sind gar nicht viele Fragen gekommen und wir sind auch 10 Minuten vor dem Ende dieser Veranstaltung. Wenn jetzt nichts Dringendes noch brennt bei irgendjemanden, würde ich an Anne Ulrich geben für den Abschluss dieser Veranstaltung.